Was willst du wissen? Wir wollten hier weitermachen. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Naja, zum Beispiel Opernsänger. Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen. Und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Opergläser, Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Banause. Das sage ich dir. Ich habe gehofft, wenn ich die Tür zumache, wird's besser. Übrigens, in Köln würden vielleicht auch manche Männer vor deinen Füßen liegen, aber das ist ein anderes Thema. Was ist denn, wenn du zum Zirkus kommst? Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Bando, noch ein Ton und du kommst wieder in die Kammer. Was zum Teufel ist denn dort los? Nichts, Ruben. Also du möchtest doch die Chance sein. Und dich von dem Dompteur dann schön mit der Peitsche... Also das mit Köln gerade war also gar nicht also abwegig. Ja. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Cedric, warum will ich dich eigentlich mal Cedric nennen? Ich habe keine Ahnung. Naja, Franz Gall hier. Vielleicht solltest du deine Einstellung echt mal langsam ändern, oder? Wir wollen von der Insel auch mal wieder runter, dann können wir das ja mal abklären. Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Warte, das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Ja, wer ist denn Chef des Ganzen hier? Wahrscheinlich Ruben. Wer hat dir das sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Ja, ganz oben. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, ja, schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird. Dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke. Naja, da wo so ein Chef eben sitzt, in der Regel ganz oben, schönste Büro, größte Büro, ne, wenn du Pech hast. Und der kann dann schön nach unten runterkacken auf seine Angestellten, bis ganz nach unten auf die, die wenig Geld für viel Arbeit bekommen. Und dann die Abteilungsleiter, die nach unten gucken, sehen viel Scheiße. Und die Arbeiter, die von unten nach oben gucken, sehen nur Arschlöcher. So, dann sage ich mal bis später. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ja, mach dir keine Sorgen, Bando, ich hab's verstanden. Ganz leise. So, wo sind wir denn hier? Oh. Hier ist ein Schraubstock. Mein Kopf fühlt sich an, als sei er in so einen hier eingespannt. Mach doch mal und Spot kann das dann heiß machen. Das Ding erinnert mich ein wenig an die Zahnspange, die ich mal hatte. Hui, mir wird ganz schwummerig, wenn ich nur daran denke.
Ja, gut, aber die Zähne sind ja schön gerade geworden, ne? Trotz Dr. Eisenbarts super Gebiss. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ah, man kann was einspannen. Okay. Hier ist ein Schrank. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Oder das könnte alles sein. Ein Wellensittich. Hallo? Ein verschlossener Typ, dieser Schrank. Ja, vielleicht ist ein Holzwurm drin, der dir antworten kann. Ah. Ah. Was ist denn das? Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Das mit dem Wellensittich war ein Witz. Das war ein Witz. Solche Spiele verstören. Lea, wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat das der kleine Vogel wohl aufgefressen. Hallo? Ist hier noch jemand drin? Nein. Sieht nicht so aus. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Mechanismus. Das ist der ganze hier. Dann gucken wir uns den mal an. Irgendwie scheint da ja was zu fehlen. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Das ist eine Tür? Hier fehlen keine Zähne. Hier fehlt ein Zahnrad. Ein einziges? Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Ja, du musst ja nicht bei allem drei... Ach, die Tür. Ah, ja. Eine Tür. Wohin die wohl führt? Nach Nirvana, ich oder? Ich sollte mit Bando darüber reden. Er weiß sicher, wie man das hier bedient. Narnia? Seltsam, ich sehe keine Klinke. Mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Okay, aber dafür wissen wir ja, gibt es einen Mechanismus. Also das ist der Mechanismus. Hier ist ein kaputtes Zahnrad. Es ist in der Mitte durchgebrochen. Alles geht in die Brüche. Hier fehlen zwar ein paar Zähne, aber meine eigenen brauche ich noch. Zum Knirschen zum Beispiel. Mhm. Oder dir einfach in deine Lebensader zu beißen. Spot. Was können wir denn noch machen? Ist die Tür? Mechanismus, hier ist eine Axt. Ich hoffe, die ist zum Holzhacken gedacht. Ja, du kannst dich auch auf den Tisch legen und dann kann Bando damit dir auch dein Leben verkürzen. Das wäre die einzige Methode, mir heute noch ein breites Grinsen zu verschaffen. Was? Mit der Axt in die Nein. Du klaust aber auch alles, was bei Drani am Baum ist, ne? Ich guck mal eben, ich sehe so nämlich nichts mehr. Türmechanismus. Schalter. Ah, guck. Ah, was? Puh, es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein wütender Höhlentroll. Ja, aber der hat doch einen roten Ball. Ich sollte mit Bando darüber reden. Der weiß sicher, wie man das hier bedient. Mhm. Nichts. Okay. Dann reden wir nochmal mit Bando. Bando, lass uns mal reden. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Was kann ich noch für dich tun? Sag mir was über den Nebenraum. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Und warum geht die Tür nicht auf? Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Ja. Was waren das für ein Vogel? Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch,
dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Okay. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Ruhe da unten! Mach ich. Bando! So, Spot, weißt du was? Wir könnten ja mal dieses Vieh hier ausräuchern. Fass, Spot, fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Was? Der ist doch super nützlich. Fass, Spot, fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Ja. Fass, Spot, fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Ja, schade, hätte ja klappen können. Haben wir irgendwas, was wir hier noch machen können? Wir haben einen Haken, wir haben einen kaputten Zahnrad, wir haben eine Axt. Fehlt da nicht noch ein Zahnradteil? Dieses Zahnrad hier scheint kaputt zu sein. Ich weiß, es müsste eigentlich geschweißt werden. Aber das hat Zeit. Solange die Fabrik stillsteht, funktioniert der Mechanismus ohnehin nicht. Ja gut, ich muss ja irgendwann bestimmt diese Fabrik in Betrieb setzen. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind erledigt. Ja gut, das kann natürlich langweilig sein. Wenn man nichts zu tun hat, ist es wirklich langweilig. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle... Okay. Ja komm, dann... Was war das jetzt hier oben noch? Feuerstein und die Leiter. Okay. Dann öffnen wir mal wieder die Tür. Und wir gehen mal raus und gucken mal weiter. Wie komme ich denn da oben hin? Ach so, okay. Das ist ja einfach. Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Okay. Hallo? Ist da oben jemand? Keine Antwort. Die antwortet grundsätzlich keiner. Keine Chance. Ich kann leider nicht so gut klettern. Na, das ist nicht schlimm. Was sagt das aus? Ach, guck. Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo. Was druckst du da rum? Komm her. Wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich bin... Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Okay, ja, dann stellen wir uns doch einfach mal vor, der Höflichkeit wegen. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Die sind alle sehr höflich hier, ne? Aber schön, dann sind wir uns ja handelseinig. So, jetzt sag mir doch mal, wo ich denn Kalida finde. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lass ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Ja, aber es ist ja wohl... Wir haben ja ein hohes Ziel. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Ja, okay. Challenge accepted, mein Freund.
Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte, bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf. Da stimme ich dir absolut zu, fasse dich kurz.